Leute, an die Bramsegel! Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Squad Assassin's Creed Black Flag. So, wir sind auf dem Weg zu The Kid. Wir sollten ja irgendwie dahin schippern. Das ist ein ganzes Stück jetzt gewesen. Wir sind über 9000 Meter sozusagen hier, also 9 Kilometer sozusagen, geschippert. Durch feindliches Gewässer, durch Stürme, durch Böen, sonst was. Aber jetzt sieht's gut aus, das Wetter. Und da ist schon mal so ein Maya-Tempel. So. Stand ja schon Mission Start mit S. Ich wollte gerade abbremsen, deswegen. Naja, mal gucken, was wird. Okay. Wo ist denn jetzt die... Aber wenn wir schon einmal hier die Kiste haben, dann nehmen wir sie auch mit. Ich guck mal fix hier nach oben. Okay. Oh! Ich habe gerade einen Assassinen umgebracht. Yeah! Das kann ich gut, hä? Halt. Also ich würde schon gerne da oben hin. Da nehme ich nur die Fäuste. Na gut. Dann laufen wir einfach. Der Mentor sagt, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ganz nahe der Küste. Wissen, wo wir sind. Ich darf auch nicht entdeckt werden. Okay. Shit. Wie soll ich denn das sonst machen, Leute? Dann schwimmt mal der Papa hier ein wenig rum. Na gut. Ein Schiff vorbeisegeln, ganz nahe der Küste. Dann verschwand es. Atabai sagte, wir sollen wachsam sein. Die Templer kommen seit einem guten Jahr immer näher. Und ach Mist! Ich schwimme mal ganz außer Gang. Assassinen bewusstlos schlagen. Schatzkisten finden. Klar, mache ich mal so nebenbei. Nein! Ich probiere es noch mal von oben. Ja.
Okay. Okay, zwei habe ich schon mal erwischt. So, synchronisieren. Puh, okay. Okay. Ich versuche mal die 100% mitzumachen. Krokodile haben wir hier, Affen auch. Oh Gott, hier gibt es ja noch einen Aussichtspunkt. Okay. Eins, zwei, drei, vier Kisten dann. Ja, das sind dann die vier. Okay. Hm. Der Rest wird mir jetzt gerade aufgeploppt. Genau. So. Ah, die Atemluft sieht man jetzt. Das ist schön. Sonst hat man nie die Atemluft gesehen. Okay. Wir paddeln mal ein bisschen außerhalb hin. So. Da ist ja noch einer. Hm. Okay. Warte mal, sehe ich? Kann ich da? Hm. Okay, er kommt. Sehr schön. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Okay. Mal gucken, wenn der jetzt näher kommt, versuche ich den herzpfeifen, ansonsten versuche ich auf den Baum hochzuklettern. Ich muss doch mal die nächste Schatzkarte aktivieren. Schatzkarte. Schatztruhe. Okay. Huh.
Okay. Okay. Da läuft noch einer entlang. Kommt jetzt zu uns her. Geschafft. Schnell hier rein. Okay. Oh, da hinten. Oh Gott. Sind da immer noch mehr? Und ein Krokodil. Und du lachst du aus. Du bukim dich noch. Und du winig du. Du konichel maschake. Du kachu masuftal. Jan waltilet. Nein, nicht pfeifen. Oh, da liegt sie. Auf jeden Fall. Okay. Gut, puh. Okay. Haben wir die beiden. Also, schon mal. Drei Kisten, fehlt nur noch eine. So, der kommt jetzt her und wenn er geht, versuche ich die herzupfeifen. Okay, ja, das klappt auch. Wunderschön. So langsam läuft es. So. Nicht B drücken, V. Okay. Ne, da geht's nicht hier entlang. Ach! Wie hätte ich das denn sonst lösen sollen? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ach so, ich bin hier drüben. Ah, da ist sie.
Puh. Gerade so geschafft. Aber dass die auch nicht misstrauisch werden, ey, so ungefähr. Ey, guck mal, da ist jemand. Nö. So. Ha, so sieht's doch gut aus. Okay. Ein Affe sitzt da oben. Wartet. Da. Ein Affe. Hm. Nee, ich versau jetzt nicht die Dings. Ich tue jetzt das ausbuddeln und versau jetzt nicht mit dem Schuss jetzt mehr, ja, das, was ich gerade geschafft habe. Also, das wollen wir jetzt nicht machen. Und noch ein Stein. Und das noch nebenbei. Ein Stein. Okay. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben, nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Das kann er ja nicht wissen. Kein Wort. Komm mit. Ja, Mama. Kein Wort, ja. Aber alles geschafft. Zwar mit 4 oder 5 Mal Anläufen, aber ist okay. Ach ja. Bei solchen leichten Sachen mache ich das gerne mal. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo. Ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach, doch du begreifst... Ah! Doch, du begreifst sie nicht. Ja, ja. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art. Die Blöcke da oben. Versuch, sie zu bewegen. Na? Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Oh. Na, dafür kann ich auch nichts. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen. Folge mir, Mann! Ja, du bist zu schnell für den Dialog. Thank you.
E halten, um zu tauchen. Okay. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Okay. Ja, ein unterirdischer Tempel. Cool. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Okay. Großer Tempel. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Warte, Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ah, Statuen. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Ja, Fische. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Okay. Geh mal zur Hand, Kenway. Schlangen? Der Adler. Ach so, da müsste ich jetzt den anheben, genau. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Ich hätte den blauen anheben müssen. Nee, warte mal. Fisch und Krokodil. So. Okay. Ach, Mist. Kletter auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. So. Das passt gut. Oh. So, das heißt... Geh mir mal zur Hand, Kenway. Drehen. Und drehen. So, das heißt... Jetzt tauschen wir wie... Na, jetzt tauschen wir wieder den. So. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Kann ich so machen und beide runterlassen. So. Genau. Und voilà. Ach.
Nein! Kenway! Wir wollen da hoch! So. Ah, jetzt können wir dran vorbeilaufen. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es, sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Okay. Aber das war das Gesicht, ja. Stimmt. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Also schon ein bisschen her, wo ich gespielt habe, ja. Also hab noch nicht alles gemerkt. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Oh. Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Kenway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Oh. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Wirklich? Ein Pusterrohr. Okay. Ein Blasrohr ist ein lautloser Fernkampf. Ups, Entschuldigung. Fernkampfwaffe. Schlafen oder Berserker. Okay. Ja, mit den Zielen, das weiß ich. Kannst du dein Blasrohr ausprobieren? Schnell. Leise und effektiv, nicht? Ja. Darf ich jetzt auch mal hier? Okay. Ein Moment. Ja, was? Mit dem Geld kann er jetzt nichts mehr anfangen. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei. Frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier es sonst her? Ich dachte, die graben danach. So. Na. Ich will auch noch die Kiste haben. Hab Dank, aber keine Vergebung. Na, können wir hier hoch? Dankeschön. Komm, ein Berserker-Pfeil, so. Okay.
Er läuft davon. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Okay. Freiter Gefangener, okay. Halt, du bist ja auch hier Gefangener. Danke, Captain. Ja, natürlich. Ich lasse auch keinen von meinem Crew zurück. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Lawrence Prinz, persönlich. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Na gut, das heißt, erstmal ganz kurz die Karte erkunden. Das heißt, den Aussichtspunkt mir holen. Synchronisieren. Dann sehe ich einfach viel mehr. Ist aber schon eine riesige Tempelanlage. Das muss man ja mal zugeben. Okay. Ihr seid die Blauen? Gut. Och, da liegt auch schon einer tot im Wasser. Die Pest, diese Sklaventreiber. So. Nee, Mist, da komme ich nicht ran, hä? Na gut. Ah, hier entlang. Okay. Okay. Berserkerpfeiler. Mist. So. Sieht aus, als wären Piraten hier. Ei, verbrüdern sich mit den Heiden. Da wird mir ganz schlecht. Le Axon, Jetele Akkinsacho. Ma. Bei Gott, warum machen die das? Können nicht unter Menschen leben, oder? Kein christliches Leben führen. Deshalb kommen sie her. Oh. Gleich, Leute, gleich. Stirbt er da oben überhaupt, oder? Ja, okay. Ist selber ein Tod gesprungen. Später, wenn du es schaffst zu überleben. Ich brauche noch ein paar Schlafpfeile, wenn es geht.
Fliege weg. Gerade nur blöde Fliege rumschwören, ey. Wo? Okay. Drei von denen sind schon tot. Stirbt er jetzt auch, oder? Mal gucken. Ja, er stirbt auch einfach. Gut, sehr gut. Mist. Was für ein Schlamassel, hm? Ja. Das kannst du laut sagen. Na, runter. Ah, sehr gut. Wenn ihr doch nur wüsstet, was euch bevorsteht. Ihr würdet einpacken und wegrennen. Ganz genau. Vielen Dank, Bruder. Danke sehr. Oh. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway. Ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havana frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Ja, kein Assassiner. Wird wohl nix. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir. Okay. Ah. Da haben wir sozusagen Totenköpfe-Aufträge. Davon habe ich schon ein paar gemacht. Mission. Okay. Wachen mit dem Schlamm. Okay. Haben wir. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Okay. Animus-Steine brauche ich nur noch zwei finden. Der eine hängt da. Das war einfach. Und der an... Oh Gott. Da hinten. Ganz kurz gucken. Na gut. Da hinten. Wir nehmen mal wieder unsere Waffen hier. Genau, Hauptsache euch geht's gut. Lasst die Leichen liegen. Ihr hättet's auch wegräumen können.
So. Boah, drei Kugeln füllen. Oh, ich habe ihn erwischt. Puh. Krass. Ich glaube, jetzt kann ich wieder Sachen herstellen. Nee, so. Nein, nicht Tab. Escape. Ich muss da ins Menü reinkommen. Da war doch hier gerade irgendwas mit Herstellung. Irgend so ein Brustpanzer, hä? Herstellung ist jetzt nicht verfügbar. Ja, okay, gut. So. Dann haben wir die auch abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Gut, ich soll so eine Mission abschließen. Dann machen wir das mal ganz kurz. Nun folge mir. Oh, Entschuldigung. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Okay. Wie lange bist du schon bei den Assassinen, hä? Ein paar Jahre. Ich traf Atabai in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte mein Vertrauen. Eine Art von Weisheit. Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit tausenden von Jahren. Oh, viele Tote. Die Eingeborenen dieser neuen Welt hatten selbst eine Philosophie wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen, haben unsere Gruppen sich vermischt. Ach so. Kulturen, Religionen und Sprachen trennen die Völker. Doch es gibt etwas im Credo der Assassinen, das Grenzen überschreitet. Die Liebe für das Leben und die Freiheit. Klingt ein bisschen wie Nassau. Passt. Aber nicht ganz. Hier wären wir. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckt hast, und stell ihn dorthin. Oh Gott, da haben wir viele noch vor uns. Nummer 1. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was springt für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Von den Männern und Frauen, die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahrhunderte alt. Ich schätze, wenn du dir Mühe gibst und auch noch den letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier. Nassau. Ich habe auch nicht nur einen. So, nochmal zurück. Nein? Okay. So, ich habe jetzt den nächsten Auftrag. Ich glaube, die würden es nicht toll finden, wenn ich jetzt deren Freunde durchplündere. Ah, das lassen wir mal. Wohin müssen wir denn jetzt? Okay. Okay. Ich gehe jetzt mal Richtung gelben Punkt einfach. Guck dich so. Ah, okay. Schnellreise, okay. Ja, das weiß ich. Aber ich will nicht schnell reisen.
Scheiße. Was gibt's Neues, Edward? Ja, Captain steuert selbst. In See stechen, okay. Na, mal gucken. Das heißt, unser nächster Auftrag wird wahrscheinlich dieser Sklavenhändler sein, hä? Segel setzen! Wir reiten den Wind, so gut sie es kann! Oh, 110 Metall. Nur Stoff. Spanier. Menschliches Treibgut, Captain. Ich glaube, der lebt noch. Ja, den nehmen wir mit. Wisst ihr was? Das nehmen wir mal jetzt aufs Korn. Ja. Wir werden jetzt immer schneller und schneller und dann machen wir sie platt. Feuer! Halte Sicherheitsabstand und schieß ein! Schiff kommt! Waffen! Erwarten Befehle! Vorsicht, das ist platt! Feuer! Ans Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Bereit machen zum Aufschlag! Feuer! Das wird zu versenken! Feuer! 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 Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Verdammt, bist du fünf? Feuer! Schieß dahin, ja. Sir! Feuer! Feuer! Na, Captain, eine Salve genau bereit! Haben Schaden genommen! Feuer! Großsegel, los geht's! Feuer! Das wird sie versenken! Feuer! Oh. Die Wanden alle Segel raffen! Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Feuer! Wenn sie uns rammen wollen, ist gut genug! Eine gute Antwort! Feuer! Ja. Segel, Bewegung! Reine gehen! Rein zu Feuer! Ich sagte, kräftig! Ja! So! Schwachstelle ist umgefallen! Schießt! Ja. Puh, okay, haben wir. Bereit, Männer! Legt sie auf die Schlachtplatte! Zieht sie ran, Matrosen! Genau! Yes. Und kein Crewmitglied verloren. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Der Rest weggebombt und gut ist. Dass die alle barfuß laufen, so gut wie, ja. So, reparieren tun wir es auf jeden Fall. So, haben wir wieder ein heiles Schiff. So. Okay. Was haben wir denn da drüben? Holz, Metall, Zucker und Rum. Oh, was ist denn das da hinten? Locker trimmen, alle Segel einholen. Wartet mal, das muss ich mir mal angucken. Das sind ja zwei ganz große Schiffe. Wir reiten die Böe. Metall und Stoff. Backbord, frag gut für deinen Wrack, Captain. Das da hat Stoff und Holz. Rum und Stoff. Stoff und Rum. No Mörser. Metall und Stoff. Okay. Sind bereit, Sir! Sind bereit, Sir! Zusammenstoß! Feuer!
Kenway! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Ja! Werf die Top- und Bramsegel! Zu viel Feuerkraft, Captain! Zurück! Da bläst er! Buckelwal! Sie verwundbar, Captain! Feuer! Zum Schießen, Captain! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Feuer! Ein guter Treffer könnten Sie lassen! Feuer! Nicht, dass wir Sie jetzt töten! Ein Buckelwal! Yeah! Das heißt, wir werden gleich noch einen Buckelwal machen. Wir machen dann einen Buckelwal! Ist das nicht cool? Wir gehen gleich angeln. So. Zieht! Und die Landratten ein! Nein! Okay. Na. So, und weiter geht's. Halt, hier war doch irgendwo eine Waffe. Ah, Mist. Okay. Ja. Ah, Mist. Okay. Haben wir noch jemanden, der hier schießt? Echt? Ich brauche Munition! Na gut. Dann klettern wir doch einfach nach oben. Tschüss. Ja, so geht's. Hinter dir! Und zerstört. Puh. Spanier. Okay. So. Wie gesagt, Bekanntheitsgrad tun wir senken. Obwohl, wir reparieren nochmal die. Bekanntheitsgrad können wir auch später mal senken. So. Wir haben Waren ab. So, hier soll ein Buckelwal sein. Also. Das machen wir, ein Buckelwal. Oh ja. Oh yeah. So. Findet okay. Die Harpunen los. Ich habe schon offline, ich glaube, zwei Haie.
gejagt? Ja, ich glaube zwei Haie waren das. Jetzt werden wir hier im Buckelwald jagen. Cool. Er ist da drüben! Es geht los! Okay. Respekt ihm nicht, ne? Er wird schwächer! Achtung, das Schwanzflosse! Ah, Mist, tiefer. Erwischt! Er ist wieder frei! Ah, Mist. Wo steckst du, du Bastard? Bitte das Fett! Es geht los! Das schmeckt ihm nicht, ne? Da färbt das ganze Meer rot! Ja. Ah, ja! Das Biest ist verletzt! Ein Treffer noch und das Seil ist los, Captain! Mist! Mist! Okay. Wo kommt er hoch? Da kommt er hoch. Ziemlich nah. Du hast ihn, Captain! Festhalten! Es geht los! Jetzt haben wir ihn! Okay. Zieh ihn hoch! Den kriegen wir nicht mal aufs Schiff rauf. Den müssen wir an der Seite lang schleifen. Feine Ausbeute, Sir. Cool. Okay, was haben wir da? Rum und Zucker. Das wäre doch mal was, hä? So viel Segel, wie ihr könnt! Bisschen Rum und Zucker. Obwohl, da kommt ein Sturm auf uns zu. Ein Sturm. Heb den Befehl, Sir! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Bereit zu feuern, Feuer! Sir! Vorsicht, Captain! Feuer! Feuer! Da! Feuer! Platzierter Schuss! Feuer! Wir schossen zusammen! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feindliches Feuer! Was fertig? Feuer! 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 Alle außer Großbergen! Feuer! Pass auf die Minen auf, Captain! Ja! Feuer! Feuer! Was ist die Verwundung? Feuer! Mehr Segel! Feindliches Segel! Feuer! Voll erwischt! Jetzt kommt Feuer! Ja. Gegner feuert! Naja. Bleib nah dran, dann kann sie uns nicht rammen. Wieder! Wir können sie entern! So, wo bist du? Feuer! Da, Captain! Da sind wir! Feuer! Bereit zum... Verdammt, bist du verrückt, Captain? So. Warum denn? Das große Schiff wollte ich zwar jetzt nicht senken, aber naja, was soll's. So. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Ab in die Wanden und heißt Warmsegel! Oh, Hifrin Lat! Enterhaken los! Ran an die Beute! Genau, ran an die Beute. Yes! Ohne dass einer von meiner rüber musste. So macht man das. Wunderschön. Yes! Okay. So, erstmal machen wir reparieren. Und das zweite Schiff machen wir dann gleich zum Bekanntheitsgrad verringern. Genau. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Ja, und wenn ich eine Taucherglocke hätte, würde ich auch tauchen hier. Was haben wir überhaupt da hinten für ein großes Schiff? Metall, Holz, Stoff? Nee. Ich will Rum und Zucker. Kohle brauche ich. Ja, ich wusste es. Da kommt doch schon mal der Erste. Ja, das ist doch schön. Was hast du überhaupt an Bord? Metall und Rum.
Ja, dich nehme ich gleich. Keine Sorge. Wir tun nur schnell hier. Weil der Sturm kommt sonst, glaube ich, auch immer mehr. Sie treffen, lass dir die Eisen schmecken. Ja, aufgegeben. Sehr schön. Okay. So, wir machen Bekanntheitsgrad verringern. Reprett ist ja soweit. So, entweder mitkommen oder sterben, das ist klar. Gib mir etwas Fahrt! Ach, somit ist es weg. Okay. Wir drehen ganz kurz. Ist weg vom Sturm. Alle Segel! So. Mal ganz kurz gucken, wo müssten wir überhaupt hin zur nächsten Mission? Nach oben. Okay, ja, wie ihr seht. Hier oben war ich bisher nur. Ja. Hab auch diese Burg erobert. Da hatte ich einen Assassin. Oh, nee, kein Assassin. So eine Art Totenkopfauftrag von hier gehabt. Und naja, da musste ich halt so eine Burg erobern. Oh, wir sind ganz schön weit im feindlichen Gebiet. Okay, wir schippern jetzt wieder ganz zurück und. Obwohl, ich kann ja mal eine Schnellreise machen. Ja, ich mache jetzt mal hier eine Schnellreise hin. Obwohl ich das ja ungern mache. Mit dem Schiff. Aber für eine Aufnahme ist es doch angenehmer, dass man fix reisen tut. Na. So. Und dahin. Das wäre dann sozusagen unsere nächste Mission. Herr Segelmänner! Oh, ich sehe schon. Wir sind schon eine Stunde über. Alle Segel reffen! Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ja. Ich verabschiede mich hier von euch. Ja. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ja, wünsche euch noch alles Gute und wir sehen uns dann bei der Mission dann in Nassau. Oder? Nassau? Ist das Nassau? Nein, ist nicht Nassau. Das ist, Entschuldigung, muss ich mal schnell kicken. Das ist, doch, Nassau. Ja, dann sehen wir uns in Nassau wieder. Also, euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.